darf unsere YouTube-Zuschauer wieder begrüßen. Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Spielraum-Spoiler-Alarm Ikoria Commander-Reihe. Bei mir ist der wundervolle Herr der Karten. Er sagt nichts mehr. Servus, Entschuldigung. Du siehst ja nichts, du siehst mir nicht. Also Zeit verzögert. Ja, also ich habe meine wundervolle Aura für mich sprechen lassen. Ja. Das hast du natürlich nicht gesehen. Ich bin gleich alle angestachelt von deiner Aura. Ja, dann greifen sie wenigstens nicht mich an, sondern nur dich. Du kannst Franz vertragst es eher. Ja. Ich habe schon so lange kein Sparring gemacht. Also ich sagte das wirklich, diese Quarantäne, mir fehlt das Sparring einfach. Du wirst schon ganz komplett verweichlicht, gell? Nein, überhaupt nicht, weil ich weiß nicht, ob du bei diesen Mistplätzen diese Abklopfstange für die Teppiche kennst. Ja, natürlich. Dort gehe ich Low-Kicks trainieren, obwohl die Leute rundherum des Öfteren beim Fenster rausschauen und fragen, ob ich einen Schaden habe, aber die ich stehe da drüber. Die denken sich, wie steppert. Die denken sich, der ist gestört, aber gleichzeitig denken sie sich auch, hey. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Da habe ich Angst. Ich schrei lieber nicht runter, weil sonst kommt der rauf. Und probiert sein Low-Kicks woanders. Ja. Na gut, los geht's mit Jawohl. Dem. Schleich dich. Mit dem Capri Copius. Viel Spaß. Gut, dass du das liest. Ja. Das Teil kostet ein grünes X. Das ist eine Ziegenhydra. Das hat die Menschheit hat das gebraucht, eine Ziegenhydra. Die ist 0-0 und kommt mit X plus 1 Marken ins Spiel. Ja. Für 2 lege eine plus 1 Marke auf dieses Viech. Ja. Dann kannst du neu bestimmen, welchen Spieler dieses Viech angreift. Nur der Spieler, den das Viech angreift, kann diese Fähigkeit aktivieren. Und auch nur im Angreifer-Deklarieren-Segment. Ja. Er kann nicht seinen Beherrscher angreifen. Ja. Das heißt, die Gegner können den lustigen Ping-Pongen richtig blatt machen und ja. Sich gegenseitig damit ärgern. Ja. Finde ich lustig. Ich spiele den aus als 4-4. Im nächsten Jahr greife ich an. Spieler A, der zahlt 2 für Spieler B. B zahlt 2 für Spieler C. C spielt 2 für A. Und jetzt greife Spieler A auf einmal 7-7 an. Du denkst, shit, hab kein Mana mehr. Genau. Sehr lustig. Also finde ich sehr lustig. Finde ich richtig geil. Vor allem, du kannst natürlich dann auch so gemeine Aktionen machen und sagen, du, ich greife dich jetzt mit einer 4-4-Ziege an. Die 2 Mana investierst, da greifst ist 5-5 und greifst den anderen an. Der kann es nicht leisten und hat keine Kreatur, die groß genug ist. Machen wir das? Ja, passt. Geil. Team up. Political is its best. Sehr gut. So, ich habe eine Sparring-Einladung. Das ist ja cool, das machen wir mal. Eine Sparring-Einladung vom Chat. Bin fix dabei. Live auf Twitch. Live auf Twitch? Auf alles. Der Herr der Karten als Kommentator. Die nächste Karte. Ja. Jetzt bin ich irritiert. Jetzt bist du auf Sparring, ja. Ja, fighten. Ist Kasur, skrupelloser Jäger. Jawohl. Für ein grünes, 3 farblose. Legendäre Kreatur. Das ist der Partner von Ukima, dem schleichenden Schatten. Mhm. Das ist der Walwolf übrigens. Ja. Das ist der Walwolf. Der ist schwarz-blau. Ja, das weiß ich. Ich weiß nicht, dass er Walwolf ist. 3-3 ist Kasur. Mhm. Immer wenn eine Kreatur, du kontrollierst einem Spieler Kampfschaden zufügt, lege eine +1/+1 Marke auf sie. Mhm. Ja, das kann nicht so uninteressant sein, prinzipiell glaube ich. Ja, also das kann nicht so uninteressant sein, weil du halt deine Kreaturen damit effektiv regelmäßig aufbläst. Die 1-1 Marken machen was, das ist auch nicht irrelevant. Und vor allem mit dem Partner, mit Ukima, wird es dann richtig interessant. Ja, also ich finde den ganz, ganz cool und interessant eigentlich. Ja. Bin ich bei dir. Das nächste, das Artwork finde ich richtig gut. Mit dem eigentlich flavormäßig sehr stark. Neugierige Herde heißt das. Wirklich, also, ja. Finde ich urlustig. Der schaut doch so derpy aus. Ja, ist doch geil. Der ist so richtig so, ich geh mir nicht aus, was mache ich da? Ein grünes, 3 farblose, Spontanzauber. Bestimme einen Gegner deiner Wahl. Du erzeugst x 3-3 grüne beste Kreaturenspielsteine, wobei x gleich der Anzahl an Artefakten ist, die jeder Spieler kontrolliert. Mhm. Das ist gegen den Matthias sein
ein deppertes Academy-Deck, muss das so lustig sein. Ja, machst End of seinen Turn. Machst End of Turn einfach. 10-3-3er, Gesolin. Danke, erledigt. Super lustig. Super lustig. Obwohl das Problem kann oft sein, dass Turn 4 einfach schon vorbei ist. Eh, aber wenn es nicht Turn 4 vorbei ist und ab und zu ist Turn 4 halt noch nicht vorbei, dann hat er halt schon seine 5-6 Artefakte und wenn du 5-6-3-3er hast, hast du auch schon gewonnen. Deine Kühe hinein und stellst sie um. Sehr gut. Einfach nur vor der Lols kommt das ins Deck einmal wahrscheinlich. Ja, es muss eigentlich sein. Einfach nur vor der Lols. Schade, dass mein Deck nicht grün spielt, muss ich fast ein grünes Deck bauen, um die neugierige Herde zu bauen. Einfach nur Tutoring und alles reinsuchen gegen Martin. Sehr schön, ich mag das. Dann gibt es eine Karte, die eigentlich blau sein sollte. Okay. Und zwar ist das die Lichtungsmuse. Ein grünes, zwei farbloses, eine Bestie, die ist 2-4. Ja. Hat schon mal richtig gute Stats. 3 Mana, 2-4 finde ich gut. Mhm. Immer wenn ein Spieler einen Zauberspruch wirkt und falls es nicht sein Zug ist, zieht der Spieler eine Karte. Ich finde, das ist, weil wir immer reden, welche Farbe was machen darf. Ich finde nicht, dass Grün das machen dürfte. Ja, verstehe ich. Vom Color Wheel her. Das verstehe ich, ja. Das müsste eine blaue Karte sein. Ja. Von mir aus eine weiß-blaue oder eine schwarz-blaue. Ich kann auch mit einer grün-blauen leben, irgendwie. Aber nicht mit einer rein grünen. Ja, verstehe ich. Oder? Ja. Ich meine, es ist eine richtig gute Karte. Ich meine, es ist halt, warum es eine grüne Karte ist und das nicht komplett Banane ist, ist, weil es ein gleichmäßiger Effekt ist. Und Grün ist für alle da. Blau ist nur für sich selber. Das ja, heißt, du kannst aber damit... Wenn ich das im... Wenn du das Turn 3 spielst und deine drei Gegner dann alle einen Spell spielen, dann erbrichst du dich, weil die haben alle jetzt gerade zur Karte gezogen. Ich weiß. Aber ich gehe jetzt einmal davon aus, dass ich das im One-on-One spiele. Na gut. Dann spiele ich den Lustigen. Und wenn ich irgendwie es schaffe, zu enttappen oder... das Spiel, das Teil zu bringen und dann ein Counterspell hinterher. Ja, Value, ja. Aber ja blöd ist halt, wenn du den spielst und der Gegner spielt Instant Speed des Removal drauf. Jetzt hat er eine Karte gezogen und hat dich doppelt genutzt. Trotzdem passt es für mich ins Color Wheel nicht rein. Na. Ja, hast dir recht. Es ist, Color Wheel ist ein bisschen daneben. Aber schaut cool aus und guter Effekt. Ja, das Moose, was ich da auf der Sonne... Der Elch auf Deutsch. Ja. Aber es ist die Lichtungsmuse, es ist ein Muse. Es geht weiter mit dem verbergenden Dunstschleier. Mhm. Der nächste Gratis-Spell. Ein grünes, zwei farblose. Falls du einen Kommandeur kontrollierst, ist das gratis. Verhindere allen Schaden, der in diesem Zug von Kreaturen, die deine Gegner kontrollieren, zugeführt würde. Mhm. Finde ich. Ja, ist halt ein Fog, nicht? Ja, es ist halt nur von, es ist nicht aller Kampfschaden, es ist von gegnerischen Kreaturen. Das heißt, es ist ein, kann auch ein einseitiger Wrath sein. Wenn sie angreifen, du machst überall Trades und dann machen sie alle keinen Schaden, das heißt, du machst keine Trades und du hast einfach einseitig gekillt. Cool. Richtig. Also, ist gut, ist halt auch situativ, ist nicht so gut wie das Schwarze, das Weiße oder das Blaue, finde ich. Aber ja, ist auf jeden Fall solide. Und das ist, ich meine, Fog-Effekte sind immer gut, ja. Und du kannst natürlich auch einfach als Fog spielen. Und ich bin ein großer Fan von Turbo Fog. Und da ist es vielleicht auch, vielleicht gibt es ein Turbo Fog Commander Deck. Das würde mich sehr amüsieren. Was ist dein Commander? Ist doch wurscht. Irgendwas, das Karten zieht. Irgendwas, das Karten zieht. Ja, aber du musst halt grün auch sein. Ja, eh. Du musst halt irgendwie blau, grün. Ja, blau-grün reicht nicht wirklich für Turbo Fog. Blau-grün-weiß müsste sein, Band. Weil du, es gibt gute Fogs in weiß auch. Kannst du der Revi spielen wieder? Wieder bei der Revi angekommen. Der Revi spielen. Nein, der muss irgendwann mehr machen als der Revi. Ist der Typ, der dir Leben gibt, nicht Band? Also, das wäre wahrscheinlich gut. Ja, wie auch immer. Wurscht. Ich würde sagen, wir machen mal weiter mit dem Raubtier-Impuls. Das ist nämlich jetzt auch der letzte Aura- im Cycle für ein grünes, vier farblose verzaubert eine Kreatur. Die verzauberte Kreatur erhält +3/+3, muss geblockt werden und ist angestachelt. Jo, kostet halt 5 Mana, oder? Mhm.
Ja, kostet 5 Mana. Ich meine, das ist ein. Das kann halt ein Removal sein, nicht wahr? Weil entweder wird die Kreatur tot geblockt, weil sie geblockt werden muss, oder sie muss geblockt werden und killt eine Kreatur vom Gegner. Was halt schon ganz okay ist. Ja, weil es kann halt nicht dich angreifen und die Kreatur muss immer geblockt werden. Das heißt, du kannst entweder diese Kreatur damit killen oder halt sukzessive andere Kreaturen damit killen. Also ich sagte, ich weiß nicht, vielleicht bin ich zu kompetitiv, aber ich fange mit diesen ganzen angestachelt Plätze nichts an. Spiel lieber Pester Maid, Haus Blinder drin drauf, hau alle um. Da viel besser, oder? Nicht? Nein, du bist nicht lustig. Natürlich. Das ist kein interaktives Magic. Ich will auch nicht lustig sein, will gewinnen. Weiter geht's. Und zwar Ich will gibt's nicht das lustig sein. gieriges Gigantotherion. Entschuldigung, ja. Kein Problem. Für Doppelgrün 5 farblos eine Bestie und 3-3 und die hat Verschlingen 3. Verschlingen heißt, so wie diese Karte ins Spiel kommt, kannst du eine beliebige Anzahl an Kreaturen opfern. Diese Kreatur kommt mit dreimal so vielen plus 1 Marken ins Spiel. Das heißt, wenn ich drei Viecher fress, Ist das habe ich eine, 9 Marken. genau, ist das eine 12-12, Aber ich kann auch die, 3 1-1er fressen. ja, natürlich. Hast du eine 12-12, die herumfetzt. Die dann drei, nein, warte mal. Was? Ja, Stärke ist, genau. Kannst du 12, theoretisch 12 Schadenspunkte auf bis zu 12 Kreaturen aufteilen. Ja. So. Jetzt muss man das einmal lesen. Wenn der gierige Du Gigantotherion darfst ins den Chat Spiel nicht lesen, kommt. weil der Chat auch mit dir fighten will. Bist du voll Nein, abgelenkt? Ich merke das doch. ich war nicht im Chat, ich war sondern bei den 1-1, an die ich opfer. Wenn das gierige Gigant, ja, das Viech halt ins Spiel kommt, fügt es x Schadenspunkte zu, deren Aufteilung auf bis zu x Kreaturen deiner Wahl du bestimmst, wobei x gleich seiner Stärke ist. Jede der Kreaturen fügt dem Viech Schadenspunkte in Höhe ihrer Stärke zu. Genau. Das heißt, ich fress die 3-1-1er Soldier, Hast du 12-12er, habe ein 12-12er, der 12 Damage auf bis zu 12 Kreaturen machen kann? Aber die können mir alle retour schießen. Genau, du kannst jeden dieser 12 Kreaturen einen Damage machen, oder du kannst eine Kreatur 12 machen, oder einer 3, einer 5, einer whatever und so weiter. Und die schießen alle zurück. Das heißt, wenn sie auch 12 Power zusammen haben, dann killen sie deinen. Dann stirbt der Kollege. Genau, wenn du es schlau machst, dann machst du es halt so, dass du nur 11 Damage machst. Von Ja. der und den 12-12er behältst, ne? Ja, kann schon relevant sein, oder? Ja. Kostet halt Ein 7 Vermögen Mana. Mana, ja. Ja. Aber im richtigen Deck, es ist halt ein Removal-Spell, ja. Und es kann halt vor allem, es kann halt Combo-Kreaturen killen, es kann halt schon viel killen. Es kann halt vor allem, gerade Kreaturen, die oft mehr Defensive haben, weil sie überleben wollen und gar nicht angreifen wollen, kann es halt mitnehmen. Weißt du, was es nicht killen kann? Turn 3 Pester Maid, Turn 4 Splinter Twin. Deswegen ist auch Turn 3 Pester Maid, Turn 4 Splinter Wind nicht lustig. Ja. So, next. So, jetzt kommt was Lustiges. Das schaut nämlich lustig aus. Und zwar ist das der Sägezahn-Demolierer. Der kostet 2 grüne, 4 farblose, ist 6-6. Mutiert für ein grünes, 3 farblose, verursacht Trampelschaden. Immer wenn diese Kreatur mutiert, zerstöre eine bleibende Karte deiner Wahl, die keine Kreatur ist. Ihr Beherrscher erzeugt einen 3-3 grünen Bestien-Kreaturenspielstein. Das ist ein Beast Within, oder? Auf Genau, Mutation. genau. Was solide ist. Ich meine, es kostet 4 Mana, es kostet mehr als ein Mana mehr als das Beast Within. Dafür kriegst du einen 6-6er. Das ist okay, oder? Ja. Ich finde es auch okay. Also ich finde es jetzt nicht wundervoll, aber ich finde es gut. Also schlecht ist es nicht. Nein, gar nicht. Ich find's richtig solide. Also, das ist Voll, du ein. kannst ein kleines Viech upgraden, zerstörst noch irgendwas, der Gegner kriegt dann 3-3er, meine Güte. Ja, weil du hast einen 6-6 Trampler. Ja, super. Wieder angreifen, blockst ihn tot, blockt er, kriegst du noch immer 3 Damage. Fair enough. Absolut. Nächste grüne Karte, die selektive Anpassung ist das. Für 2 grüne, 4 farblose, eine Hexerei, decke die obersten 7 Karten deiner Bibliothek auf. Bestimme davon je eine Karte mit Bedrohlichkeit, Doppelschlag, Eile, Erstschlag, Fluchtsicherheit, Flugfähigkeit, Lebensverknüpfung, Reichweite, Todesberührung, Unzerstörbarkeit, Wachsamkeit sowie verursachter Trampelschaden. Bringe eine der bestimmten Karten ins Spiel, die anderen bestimmten Karten auf deine Hand und lege den Rest auf deinen Friedhof. Genau. Also alle sieben, also alle diese Fähigkeiten wirst du nicht triggern können, weil du nur eine sieben Karten hast und das waren mehr Fähigkeiten. Aber du kannst halt bis zu sieben Kreaturen mehr oder minder ziehen.
Voll. Also für wobei sechs Mana. Wobei der sechs ziehst und eine kommt sogar ins Spiel. Realistisch gesehen wirst du in sieben Karten vier bis fünf Kreaturen ja. überhaupt haben, das heißt vier vielleicht ziehen und davon kommt eine ins Spiel. Also du ziehst drei Karten und drei Kreaturen und eine kommt ins Spiel. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es gut genug. Also sicher bin ich mir aber nicht. Also bei so Creature-Decks, die halt sehr wenig Spells, also Non-Creature-Spells spielen, glaube ich, kann das schon ganz gut sein. Solche Decks poppen mir immer wieder auf. Also wo du wirklich, wo die Creatures einfach die Spell-Abilities übernehmen. Ja, ja. Ich meine, allein wenn man sich jetzt nur Modern Spirits anschaut, ja, du spielst mehr oder minder keine Spells mehr. Oder auch Humans. Und sowas ja. gibt es im Commander sicher auch. Ja, sicher. Das auf jeden Fall. Und eben mit den ganzen Karten, die einerseits Fähigkeiten haben oder Fähigkeitsmarken auch verteilen, kriegst du ja oft Fähigkeiten, also steht oft auf den Karten Fähigkeiten drauf. Ja? Und dann baust du dein Deck so, dass du halt möglichst breit gefächert bist mit den Fähigkeiten. Oder halt Karten hast, die mehrere Fähigkeiten haben, weil du kannst ja bei der einen sagen, ich nehme dich für Flugsicherheit und dich für Flugfähigkeit, obwohl beide beides haben, nicht wahr? Ja, ja, sicherlich. Na, kann schon ganz cool sein. Die letzte grüne Karte, über die freue ich mich sehr. Muss das habe ich mir gedacht. Ja, super, oder? Das ist eine schlüpfrige Bootsbinderin. Ja. Die schaut genauso deppert aus wie er. Ne, die hat bitte sein Quant sogar an. Schau auch diese, seine Maske, damit es ausschaut wie er. Diese Ohrlister. Das ja. ist... Super. Ist ein richtiger Fan. So könntest Super. Du dich auch anziehen. Was? Nein. Damit du auch ein richtiger Fan bist. Ein grünes, drei farbloser Mensch-Droide. 3-3. Wichtig ist, die hat Flash und Hexproof. Wie gut ist das? Wie gut ist das? Ah, ja, ist gut. Und wenn die schlüpfrige Bootsbinderin ins Spiel kommt, lege eine Flugsicher... Marke auf eine Kreatur deiner Wahl. Bewege dann eine beliebige Anzahl an Marken von Kreaturen, die du kontrollierst, auf jene Kreatur. Ja. Du kannst weißt du, warum der gut ist? Weil mein Band Hexproof Deck in Highlander einfach zu wenige Hexproof Creatures hat. Na bitte, da kriegst jetzt eine und noch eine. Zwei. Ja. Zwei. Ja. Ja, das ist die Cosplayerin vom Slippery Boggle. Ja. Ich glaube, die macht alles für den Slippery Boggle. Das ist so ein Only Fan. Don't go there. Na, schau's an. Das geht ganz. Die werden doch gebannt von Twitch und YouTube, wenn du das für diesen Gedanken weiterführst. Das ist der schlüpfrige Buch. Ja, ich weiß genau, was du. FSK 18 Spielraum-Channel. Der schlüpfrige Buch ist immer dabei. Ur-super. Ur-super. Naja, finde ich gut. Also die Stats für 3-3 Hexproof und Flash finde ich geil. Und dass es dann noch meiner Core-Dame Hexproof gibt. Super. Ja, er sabbert auf dem Artwork, sagt der Chef, ja. Weil ja, warum wohl? Weil er der schlüpfrige Boots ist, meine Freunde. Der schlüpfrige Boots. Ja, geil, oder? Stellst mich an. Fuck's gerade gar nicht. Du bist so eine Drecks, also jetzt bräuchte ich die Pause, aber jetzt geht es nicht. Ja, jetzt kommt noch ein bisschen Multicolor. Der schlüpfrige Boots, der lässt mich aushageln. So, weiter geht's mit den Multicolored-Karten. Jetzt kommen die Commander, stimmt's? Und ja, zwar? Teilweise. Der schlüpfrige Boots, Alter. Geh mal weiter mit Akim. Nein, ich kann nicht. Du bist eigentlich das Letzte. Nein, er ist das Letzte. Er gönnt sich die Cosplayerin. So. Akim der Windgleiter. Ah, ja. Back to Business. Ein weißes, ein rotes, ein blaues, zwei farblose, legendäre Kreatur. Vogeldinosaurier. 3-4. Fliegend. Immer wenn du zum ersten Mal in einem Zug einen oder mehrere Spielsteine erzeugst, erzeuge einen 1-1 weißen Vogelkreaturenspielstein mit Flugfähigkeit. Und für drei farblose und Jeskai-farben Kreaturenspielsteine, die du kontrollierst, erhalten Doppelschlag bis zum Ende des Zuges. Ja. Ist das gut? Frage dich. Nein. Ja. Ist das nicht gut? Nein. Ich weiß nicht, kann man. Jeskai-Tokens ist, kann ich mir schon okay vorstellen mit so Sachen wie diesen Monastery Mentor und Young Pyromancer und der komische, der die Vögel macht und mit Talrand und. Weiß ich nicht. Jeskai Ascendancy und. Nein, geh weg, wirklich. Nix? Was soll das?
Ich meine, schau, diese Blut, einen Token dazukriegen ist vollkommen wertlos, finde ich. In Wirklichkeit, ja. Ich meine, also vollkommen wertlos. Vielleicht bin ich auch so ein Hater, weil es ein Deck, wo es drin ist, ich es nicht gut finde, ja. Aber, upsie. Was? Ja, das siehst du nicht. Du bist weg. Ich bin wieder da. Respawn, der Herr der Karten. Ja. Jetzt sieht ihr, was der Herr der Karten schon kann. Godlike. Nein, also in dem Deck, wo es drin ist, finde ich es nicht gut. Und diese 1-1er-Token, die du da kriegst, ja, der ist, wenn du deine Tokenstrategie hast und alle Tokens irgendwie pumpst, vielleicht ganz relevant. Interessant kann dieses Doppelschlag sein, ja, wenn du wirklich viele Tokens hast. Aber das Problem ist, Jeske-Tokens machen halt 1-1er-Tokens oder halt kleine Tokens. Oder halt von mir aus die Elemente sind 3-1er-Tokens. Mit Ascendancy growst du alles. Ja, ja, aber. Was ist ja? Ja, eh. Jo, eh. Dann hast du halt 2-2 oder 3-3er-Tokens. Weißt nein, du, du musst mindestens 3-3er-Token erreichen, damit Doppelschlag leibend wird, weil dann machen sie 6 Damage. Wenn du einen 2-2er-Token Doppelschlag kriegst, dann ist er für 4, macht er 4 Damage, das ist dann ja so gut wie für 4 und das ist schneller mal beisammen. Ja, du hast recht, weil der kostet auch 5 Mana und für 4 Mana kann ich schlüpfrige Bootsbienen drin spielen. Also ist schon. Ist definitiv geiler. Ist definitiv geiler. Überhaupt für den schlüpfrigen Boots ist es definitiv geiler. So. Weiter geht's. Jawohl. Gabi. Gabi, die Nesthüterin. Die hätte eigentlich Gabi heißen sollen. Ja, die Gabi. Ich sage auch immer Gabi. Gabi ist doch, die schaut auch aus wie eine Gabi. Ein weißes, ein rotes, ein blaues, zwei farblose, 2/5 Menschamane. Du kannst 0, also nichts bezahlen, anstatt die Umwandlungskosten der ersten Karte, die du in diesem Zug umwandelst. Ja. Das ist die, von der wir geredet haben, wo du genau, diese... Genau, das ist die Chefin vom Cycle Deck. Finde ich cool, finde ich sehr cool. Immer wenn du deine zweite Karte innerhalb desselben Zuges ziehst, erzeuge eine 2/2 roten und weißen Dinosaurier-Katze-Kreaturenspielstein. Ist auch gut, oder? Ja. Finde ich gut. Und das Artwork ist auch gut von der Gabi und diese Viecher schauen urleibend aus. Ja. Diese Viecher schauen richtig, richtig leibend aus. Also ich bin begeistert von deinem Artwork. Ich finde die Karte auch sehr cool. Vor allem dieses Nullzahlen einmal pro Zug heißt auch im gegnerischen Zug. Das heißt, du kannst in deinem Zug gratis cyclen, du kannst im gegnerischen Zug gratis cyclen, du kannst pro Zyklus viermal gratis cyclen. Und wenn du bei dir einmal gratis cyclest, dann hast du schon die zweite Karte gezogen. Dann machst du mal den 2-2er. Dann cyclest du gratis beim ersten Gegner, dann cyclest du Effekt Mana beim ersten Gegner. Hast du die zweite Karte gezogen, hast du wieder ein 2-2er produziert. Also du kannst es schaffen, pro Zyklus viermal zu cyclen, also achtmal zu cyclen, also nein, fünfmal zu siebenmal zu cyclen, sorry, Mathematik ist nicht so einfach. Davon zahlst du nur für dreimal, hast 4 2-2er generiert und es ist geil. Ich finde, das ist eine richtig coole Karte. Richtig gut. Ich will diese Viecher gerne haben. Die finde ich richtig stark. Die Token kannst du in meinem Unboxing-Video dir anschauen. Die schauen auch ganz cool aus dazu. Ich schaue mir fix dein Unboxing-Video an. Guter Mann. Nur wegen diesen Viechern. Geil. Also kommt auf YouTube zwar erst raus, aber gemacht habe ich schon. Na gut, weiter geht's. Und zwar geht's weiter mit Irina Kudrow. Mhm. Die kostet ein schwarzes, ein weißes, ein rotes, ein farbloses, ein Mensch-Soldat 3/3. Wenn Irina Kudrow ins Spiel kommt, erzeuge für jedes Mal, dass du in dieser Partie einen Kommandeur aus der Kommandozone gewirkt hast, einen 1-1 weißen Mensch-Soldaten-Kreaturenspielstein und andere Menschen, die du kontrollierst, erhalten +2/+0. Ja. Die finde ich ja eigentlich ganz gut. Die finde ich auch ganz gut. Das ist die Chef-Commander vom Maru-Deck, also vom Human-Deck. Sie bringt halt im ersten Mal einen 1-1er mit. Der eine also 3-1er mit, oder? Der eben ein 3-1er ist, genau. Beim zweiten Mal bringt sie 2-1-1er mit, die dann 3-1er sind. Und dein so weiter. Handy leuchtet. Ja, ich weiß. Ist der Chef. Ich höre dein Handy. Ist der Chef, was soll ich machen? Ich habe ihn weggedrückt. ja. Also, das finde ich solide, vor allem weil dieses Deck, dieses Human Deck ja in die Breite gehen möchte und halt mit Tokens gewinnen will. Und ich finde das echt gut, ja. Daher tut es auch nicht weh, wenn du sie halt für 6 Mana castest, weil du halt wenigstens 2-1-1er mitkriegst. Oder halt 2-3-1er. Ich find die wirklich, wirklich gut. Also für 4 Mana finde ich das relevant. Überhaupt, wenn du mit so Sachen wie Talia's Lieutenant, Talia selber, den ganzen weißen, schwarzen Sachen, die Modern gespielt werden. Der Chat sagt, die frisst jedes Removal.
Ja, das kannst du über jeden Commander sagen. Die Sache ist die, sogar wenn sie das Removal frisst, hat sie einen 1-1 hinterlassen. Und wenn du das Kreaturendeck spielst, das Human-Deck, dann muss es seine Removal schon irgendwo auch aufteilen, weil sonst stirbt halt dann die ganzen anderen Gesurks, was du zockst. Also ja, finde ich jetzt macht sie nicht so massiv schlechter. Ich meine, natürlich hat sie nur einen Dreier hintern, aber mein Gott. Na, finde ich gut. Gefällt mir. Ja. Ja, der Hintern ist nur 3, macht zu wenig Squad. Kann man nichts machen. Der Chat sagt, mit Odrich Lunar Marshall will er sich spielen. Also Sora sagt das. Ich will jedes Deck mit Odrich Lunar Marshall spielen. Odrich ist eh in einem der Commander-Decks drinnen. Odrich ist dabei. Bester Mann. Und man muss sagen, man spielt es einfach mit dem Human Lord, denn er hat sie schon für Vierer. Also hat sie schon Vierer hintern. Easy Voll. going. Super. Coole Karte. Weiter geht's mit Kalamax, der Sturmentfacher. Der Chefcommander vom Temo-Deck, also vom Spell-Deck. Kostet ein rotes, ein blaues, ein grünes, ein farbloses, ein Elementarwesen-Dino, ist 4-4. Immer wenn du zum ersten Mal in einem Zug einen Spontanzauber wirkst und falls Kalamax der Sturmentfacher getappt ist, kopiere den Zauberspruch. Du kannst neue Ziele für die Kopie bestimmen. Immer wenn du einen Spontanzauber kopierst, lege eine plus 1 Marke auf Kalamax. Ich finde, das Hauptproblem bei dem ist, dass du vielleicht tappen möchtest, ohne dass du in den Combat Step gehst. Dass du ihn irgendwie mit was anderem verwendest, so wie Springleaf Drum oder sowas. Genau. Du bist zu so schlau, das habe ich auch in meinem Commander Unboxing gemacht, gesagt, geschrieben, wie auch immer. Ja, kann man schon vorstellen, damit ich noch extra ein Spell spielen kann. Genau. Und vor allem, Der dass du halt nicht angreifst, weil 4-4, wenn er das erste Mal angreift, ist halt nur 4-4. Mit 4-4 ist gut für 4 Mana. Don't get me wrong, aber er kann halt auch schon sterben im Combat und dann ist halt zart. Na, aber du kannst natürlich angreifen und bevor die Clear Blockers was spielen, weil dann ist Oder er halt auch schon nach die getappt. Clear Blocker aber spielen. Oder nach die Clear Dann ist er auf Blocker, einmal für, weißt du, das macht doch das Blocken zart. Ah, okay, ich blocke mit meinem 4-4er, ja, dann spiele ich halt ein Spell, ein Instant. Jetzt ist er 5-5. Und ich kopiere den Instant noch. cool. Finde ich auch cool. Ist ein cooler Commander. Also diese günstigen Commander bis jetzt finde ich sehr nett. Ja. Außer halt der 5 Mana, also Jeske, aber das ist nicht der Chefcommander, oder? Der Doch. Jeske ist nicht der Chefcommander, nein. Also Na, das ist die Gabi die gewesen. Gabi ist der Chefcommander, genau. Ja, die Gabi war gut. Ja, die Gabi ist gut. So, jetzt kommt Katrill, Verzehrer der Aspekte. Ein grünes, ein schwarzes, ein weißes, zwei farblose Nachtmar-Insekt. Schaut auch wenig geschmackig aus, muss man ehrlich sagen. 3-3. Steht ein unendlich viel Text wieder drauf. Viel Wenn Spaß. Katrill ins Spiel kommt, lege eine Fliegendmarke auf eine beliebige Kreatur, die du kontrollierst. Falls eine Kreaturenkarte in deinem Friedhof Flugfähigkeit hat. Ist klar. Wiederhole diesen Vorgang für Wiederholigkeit, Doppelschlag, Erstschlag, Flugsicherheit, Lebensvergnügung, Reichweite, Todesberührung, Unzerstörbarkeit, Wachsamkeit sowie das Verursachen von Trampelschaden. Lege dann für jede Marke, die auf diese Weise auf eine Kreatur gelegt wurde, eine plus 1 Marke auf Katrill. Die Karte ist, glaube ich, sehr stark, aber hyper kompliziert und wenn du irgendeinen Schatz machst, dann ganz viel Value verloren. Also diese Karte, ich habe es im Unboxing gesagt und bleibe ich jetzt dabei. Ich finde von den Commandern den am coolsten. Ich finde es auch cool. Weil, Nicht falsch verstehen. Ich weil. glaube nur, weil so viel oben ist und du so viel machen musst, dass es halt natürlich ein Fehlerherd. Jein, ich meine, du musst halt einen Überblick darüber haben, was für Kreaturen welche Abilities du im Friedhof hast. Das heißt, du brauchst halt ein Deck wie eben Delirium von der Strategie her, was halt Karten in den Friedhof knallt, möglichst viele Abilities in den Friedhof knallst, mit dem Grisel Selvedge, dieser grünen Artefakt, das geben hat, Ja, und diesen ganzen stimmt. anderen 1000 grünen und schwarzen Spells, es gibt, die Karten in den Friedhof legen, dafür, dass du eine davon nicht auf die Hand nimmst. Urgeil. Dann zockst den aus deiner Commander-Zone, er kriegt ein Arsch voll Abilities, sagen wir, er kriegt 5 Abilities, ist eine 8-8, weil du gibst einfach alles auf ihn selber drauf. Wenn eine dieser Abilities Hexproof und oder Indestructible ist, ist vorbei. Dann hast du einen 8-8er, der das Spiel einfach besiegelt hat. Ich finde es Ja, dann okay. mach. Ja, ich sag nichts dagegen. Ich sag nichts dagegen. Also ich glaube, wenn man da wirklich das ein geiles Deck drumherum baut, weil das Commander-Deck selber, finde ich, erfüllt es nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle. Da kann man sicher noch wesentlich mehr rausholen. Ist Katrill einfach ein Bonkers-Typ, sodass du ihn eben, wenn du ihn dann 5 castest, einfach schon so viele Abilities und so viele Marken hat, dass du ihn nie wieder casten musst und dass er ganz allein das Game dominieren wird und beenden wird.
wenn du nicht durch irgendwas anderes stirbst, aber der ist halt dann dein Sieger einfach. Das finde ich halt schon richtig cool. Finde ich auch gut. Was man noch dazu sagen muss, der Artist von der Karte ist Matthias Kollross. Das ist ein österreichischer Magic-Karten-Artist, der ist in Oberösterreich. Gibt's dem ein Like auf Twitter, auf Instagram, unterstützt den, der ist ein richtig cooler Typ. Guter Shoutout. Ist das der, der auch auf dem einen Grand Prix war? Einmal vor ewigen Zeiten und das Artwork gemacht hat mit Belvedere? Die Playmate? Ja. Der ist cool, ja, mit dem habe ich mich unterhalten. Der ist sehr nice, der Typ. Richtig cooler Typ. Also ja. Vom Spielraum Wien von uns ein Shoutout an den Matthias Kollross. Vielleicht können wir mal was organisieren zusammen, wäre cool. Ja. Würde mir Spaß machen. Wenn wir wieder social sich verknüpfen wir wieder sozial darf. Sein dürfen. Genau. Wäre cool. Weiter geht's. Und zwar Kelsian der Verseuchte. Mhm. Der schaut auch richtig arg aus. Also ich habe das Artwork gesehen, ich kenne die Karten ja schon. Ich habe mich ja diesmal darauf vorbereitet. Guter Mann. Aber der schaut halt cooler aus, als er ist. Und zwar ein schwarzes, ein weißes, ein rotes. Mensch, Assassin. Wachsamkeit, Eile. Finde ich coole Abilities für ihn. Kelsian, der Verseuchte, erhält +1/+1 für jede Erfahrungsmarke, die du hast. Mhm. Und wenn du ihn tappst, Kelsian fügt einer Kreatur deiner Wahl, die du nicht kontrollierst, einen Schadenspunkt zu. Wenn die Kreatur in diesem Zug stirbt, erhältst du eine Erfahrungsmarke. Ja. Begeistert mich nicht, muss ich sagen. Ist okay. Ist halt ein ganz anderes Deck. Ja, ist halt ein Deck, wo du Damage schießen möchtest, wo du halt viele traden möchtest oder Removal haben möchtest, wo du einfach pingst, die Kreatur stirbt, entweder durchs Ping, weil sie wirklich einen Einser hinter hat, oder halt, weil du sie im Combat gekillt hast oder halt einen Removal draufgeschossen hast, kriegst du eine Erfahrungsmarke. Kelsi wird größer. Und so weiter und so fort. Und es ist ja wurscht, dadurch, dass du die Erfahrungsmarken kriegst und nicht Kelsi, ist egal, ob Kelsi stirbt, weil Kelsi kommt dann auch fett wieder. Ja, aber es ist mir... Bin also, nicht begeistert davon. Weißt du, wenn du das dreimal gemacht hast, hast du halt einen 5-5er und dann stirbst und dann kommt halt wieder das 5-5er und musst dich von vorne anfangen. Also wenn der Death Touch hat, ist das geil. Bin ich voll dabei. Der Chat sagt Death Touch geben. Ja, absolut. Wie heißt dieses eine Equipment, das Death Touch und Lifelink gibt? Er hat es früher gespielt, in Standard sogar im Lara-Block war das. Ich weiß es nicht, weil Namen so schlecht für mich sind, aber das ist ja, ein gutes Equipment, ja. Basilisk Caller. Genau, Basilisk Caller. Danke, Chat. Dann ist er sehr gut. Ja. Dann finde ich ihn cool. Ja. Schießt einfach alles und jeden ab. Eben. Und wird immer blader und blader. Na, ist cool. Bin dabei. Überzeugt. Sehr gut. Und jetzt gibt's den, der live anschaut. Der Grinsemann. Das ist Otrimi, der immer verspielte. Der kostet ein blaues, ein grünes, ein schwarzes, drei farblose. Nachtmar-Bestie 6/6. Der mutiert für schwarz-grün-blau. Ein farbloses, der trampelt, weil das gehört sich so. Und immer wenn diese Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt, bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl mit Mutation aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. Und für 4 mutieren lassen, finde ich ja richtig stark. Ja. Richtig ja. Gut. Und das wäre, und das ist das, was mich so ein bisschen, was mir so ein bisschen wehtut, dass diese coolen Mutation-Stuff in Commander ist und nicht in Standard. Ja, ich meine, 4 Mana 6/6 Trample ist schon eine Ansage, ja. Und dass du dann anderen, dass du, wenn du Kampfschaden zufügst, dann eine Kreatur kannst. Einen anderen Kollegen retourst du einen anderen Mutator zurück. Ich finde es interessant, dass es bei ihm ist, nämlich, wenn du Kampfschaden machst, nicht wenn du mutatest. Am Anfang, ich glaube, das ist auch, wenn du mutatest. Nein, er muss erstmal Damage machen. Ja, was. Besser und schlechter ist. Besser ist es, weil es halt immer wieder passieren kann. Nicht bei jedem Mutate, sondern einfach bei jedem Combat. Schlecht ist halt, weil es nicht fix passiert. Ja, na, ich finde den ursympathisch, ich sag's so, wie es ist. Richtig sympathischer Typ. Weil die Frage ist, wenn man den als Commander hat und man mutiert ihn aus der Commander-Zone, dann mutiert man auch für 2 Mana mehr. Also die Commander-Kosten gehen auch auf Mutate. Das heißt, der kostet, du kannst nicht immer für 4 Mana mutieren. Du musst dann für 4, für 6, für 8 mutieren. Nein, coole Karte. Gefällt mir. Ja, wir sind fertig mit unserem dritten Teil für YouTube. Ich darf mich verabschieden vom YouTube-Channel.
Twitch geht's gleich weiter. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wie immer könnt ihr liken, subscriben und kommentieren auf Facebook, YouTube und Twitter. Uns im Spielraum in Wien direkt antreffen und natürlich auf Twitch verfolgen. Ich sag's nochmal, ein Shoutout nochmal an Matthias Kollross, österreichischer Magic Artist. Doch, man muss das auch pushen, gerade in der Zeit der Corona-Zeit. Okay. Ein Like, lasst dort. Schöne Grüße von Christopher. Er kennt mich nicht, vielleicht lernen wir uns kennen in naher Zukunft. Mich würde es freuen. Danke fürs Zuschauen. Danke, ciao. Aber. So. Eigentlich sollte es ein Shoutout vom Spielraum Wien machen. Weil dann ist vielleicht irgendeine eine Kooperation mal drin. Ne? Ja.